So, Hallöchen, nächster Versuch. Ich will es nicht zu lange machen, aber irgendwie klappt das nicht. Ihr kennt das von mir. eBay Kleinanzeigen. Das mache ich jetzt hier, weil ich euch was erzählen möchte und euch auch warnen möchte davor. Oder warnen möchte. Und dass ihr bitte Sicherheitsvorkehrungen trefft. Und zwar, mein eBay Kleinanzeigen Account wurde mir gestohlen. Und das geht auch relativ einfach mit eBay Kleinanzeigen, dass das so möglich ist. Es gibt keine extra Sicherheitseinrichtung, nichts davon. Das bemängel ich auch bei einigen anderen Webseiten, dass das so einfach möglich ist. Gut, es war vielleicht zum Teil ein klein bisschen meine Schuld, weil ich das Passwort, das war schon ewig alt, viel zu kurz, nicht absolut sicher. Und ja, ich habe es versäumt, es mal zu ändern in mein Passwort, was sehr lang ist, aus sehr vielen Zeichen und Sonderzeichen und sonst was besteht. Das habe ich jetzt natürlich gemacht. Ich habe es jetzt wieder, aber es wurde mir genommen, weggenommen. Und das innerhalb von 4-5 Minuten oder 3-4 Minuten. Wenn ich in der Zeit nicht gerade mitkriege, dass das passiert, habe ich Pech gehabt. Kommst du, blödes Viech hier. Habe ich dann Pech gehabt, weil der Angreifer braucht bloß bei Einstellungen die neue E-Mail-Adresse eingeben, E-Mail-Adresse speichern, auf die neue E-Mail oder auf das E-Mail-Account gehen, die er da eingetragen hat, einen Link drücken, Sache erledigt, Account übernommen. Auf die alte E-Mail-Adresse, auf meine, die dann drin ist, kommt nur ein Hinweis, die E-Mail-Adresse wurde jetzt geändert. Das war's. Die Hilfeseite von eBay Kleinanzeigen, ja, die sagt, ja, ändern Sie das Passwort. Das kann ich nicht. Das habe ich nämlich probiert. Dann ist nämlich meine E-Mail-Adresse nicht mehr hinterlegt in dem System. Dann kann ich das Passwort nicht mehr ändern. Der Angreifer hat dann meinen Account und ich habe keinen Zugriff mehr darauf. Gar nicht mehr. Egal wie. Die neue E-Mail-Adresse, da habe ich auch keinen Zugriff drauf, weil die ist vom Angreifer. Tjo. Und dann? Stehst du da? Ja, da habe ich nur noch ein Dings geschrieben. Ich habe einen Verdacht, das bla 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 und hast du nicht gesehen. Daraufhin habe ich jetzt keine konkrete E-Mail erhalten, sondern heute eine E-Mail, dass ein verdächtige Aktivitäten auf meinem Account stattgefunden haben und sie deswegen das deaktiviert haben und ich solle doch bitte das Passwort ändern. Das habe ich dann getan und jetzt habe ich meinen Account wieder. Meine Merkliste ist jetzt auch wieder da. Ich habe da nämlich einige Sachen drauf, die ich beobachte und eventuell kaufen möchte. Ja, werde ich aber nicht zeigen. Ist egal, ist ja nichts für euch. Müsst ihr nicht wissen. Das wäre das, wie einfach das hier geht. Hier ist kein nix. Kann auch eine Telefonnummer verifizieren. Mache ich aber nicht. Mache da keine Telefonnummer mit rein. Weil sonst hat sie einen Angreifer nämlich auch. Und was hat er gemacht? Ja, und was hat er gemacht? Natürlich hat er irgendwie hier 2-3 Anzeigen aufgegeben und hat hier ganz viele Leute betrogen oder versucht zu betrügen. Er geht hier ganz weit unter. Ich weiß nicht, wie viele Nachrichten es sind, aber ich schätze mal so an die 50 Dinger, wo er dann ungefähr die Hälfte auch geschafft hat, die Leute zu betrügen. Die haben das Geld zu ihm geschickt und das Geld ist weg. Die letzten 3 hier unten sind von mir. In den letzten 2 vom 16.09. und 22.08. steht meine Adresse drinne. Und eine Kontoverbindung des Verkäufers, weil ich dann nicht was gekauft habe. Und wenn ihr auch eBay Kleinanzeigen habt, löscht solche Nachrichten raus. Wenn ihr fertig seid damit, löscht das raus, damit das nicht mehr hinterlegt ist. Weil die hat jetzt derjenige, der mir das Ding hier geklaut hatte, jetzt wahrscheinlich irgendwo auch. Und kann damit irgendwelchen Scheiß bauen. Die andere Nachricht hier oben, da hatte ich nur einen Verkäufer hingewiesen, dass er eine Sache zu teuer verkauft. Aber bei den anderen, ja, hat er die abgezogen.
Und es gibt immer so die Standardantworten. Ich suche mal eine raus. Da habe ich erstmal eine. Das wäre, das andere mache ich jetzt erstmal alles. Das habt ihr jetzt nicht sehen können, aber ich mache jetzt mal nur das offen. Hallo ist Verfügung, Sie können es kaufen. Die versicherte Versand ist im Preis, bla bla bla. Und Zahlungsmethode akzeptierte nur PayPal Freundezahlung. So, dann geht es nämlich noch weiter. Und hier, das ist auch eine Nachricht, die kommt ständig, die gleiche, wenn die Leute meinen, sie möchten nicht über Freunde zahlen. Das ist mir nicht möglich, da ich ein neues PayPal-Nutzer bin. Da ich ein neuer PayPal-Nutzer bin, das Geld zwar sofort, bla 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 bla, könnt ihr ja selber lesen. Ich glaube nicht, dass das so ist bei PayPal, wenn man ein neuer Nutzer ist, dass man erstmal Ewigkeiten auf die Nutzung des Geldes warten muss. Das glaube ich nicht. Das ist ja irgendwo kontraproduktiv. Aber das ist dann so die Standard, die immer wieder kommt. Und eine Sache war noch. Ich weiß nicht, ob ich das noch wiederfinde. Mal gucken. Wieder da. Ja, nur Freundezahlung, immer dieselbe. Ach so, hier. Da hat einer schon geschrieben, das Bild kenne ich. Kenne ich auch. Ja. Und eine Sache war noch. Die Anzeige habe ich vor 3 Tagen schon mal gesehen von einem anderen Verkäufer. Da haben zwei schon gescheckt, dass das hier irgendwie nichts Dings ist. Aber jedenfalls immer diese Sache mit PayPal-Freunde. Wollte unbedingt immer PayPal-Freunde. Egal wie, immer drauf bestanden, dass es PayPal-Freunde ist. Nichts anderes. Und wenn ihr sowas auch habt bei eBay Kleinanzeigen und derjenige verlangt von euch unbedingt PayPal-Freunde und lässt sich davon nicht abbringen, brecht den Kauf ab und sucht euch was anderes. Weil PayPal-Freunde ist kein Käuferschutz. Ihr kriegt das Geld von PayPal nicht zurück, wenn der euch betrogen hat oder sonst was. Weil PayPal-Freunde ist so eine Sache, da könnt ihr Geld über euch zuschicken, über Freunde, die ihr denn auch noch kennt, und dann ist die Sache erledigt. Da macht PayPal auch nichts, wenn ihr denn sagt, ja, der hat mir aber das Geld abgezogen, ich will das zurückhaben. Da machen die nichts. PayPal macht nur Käuferschutz, wenn ihr das mit normal irgendwie über geschäftliche Sachen mit PayPal abrechnet und dann eben Beweise bringt, dass ihr das Geld bezahlt habt für etwas, was ihr aber nie bekommen habt. Dann macht, das, ich weiß nicht, wie das bei PayPal genau läuft, jedenfalls, ich hatte mit PayPal auch schon ziemlich viel Stress, ich halt von PayPal auch nicht viel, aber ohne PayPal kommt man heutzutage auch nicht wieder irgendwie weiter. Die meisten Zahlungsanbieter oder Dienstleistungsanbieter, die möchten gerne PayPal, dass man das über PayPal macht. Über Google Play oder Pay oder wie das heißt, mache ich es nicht. Und Apple Pay habe ich auch nicht, weil ich habe kein Apple. Und nee, da mache ich lieber PayPal. Ja, was anderes mache ich dann nicht. Aber nur mal so, bei PayPal besteht darauf, dass ihr nicht über Freunde bezahlt. Ganz einfach. Wenn der drauf besteht und sich nicht von abbringen lässt, dass ihr über PayPal Freunde zahlt, dann lasst den Scheiß sein. Dann mit 80%iger Sicherheit werdet ihr dann betrogen. So, das wollte ich euch mal sagen. Wenn ihr PayPal, wenn ihr eBay Kleinanzeigen habt und ihr habt ein ziemlich schwaches Passwort, ändert das. Ich weiß nicht, wie die jetzt auf mein Passwort gekommen sind. Anscheinend ist das in letzter Zeit wieder ziemlich Mode, dass das da irgendwie passiert. Ändert euer Passwort in ein relativ starkes Passwort, nicht sowas Einfaches. Und verwendet nicht dasselbe Passwort hier auf solchen Webseiten, ob Facebook, YouTube, was weiß ich, auch für E-Mail-Adressen. Aber möglichst E-Mail-Adressen, das Passwort für E-Mail-Adressen und die Passwörter für irgendwelche Webseiten verschieden halten. Sonst haben die auch noch Zugriff auf die E-Mail-Adresse. Zum Glück hat er keinen Zugriff auf die E-Mail-Adresse gehabt.
Ich habe die jetzt nochmal alle geändert. Ich habe mein Windows komplett neu gemacht. Ich weiß nicht, wie der das geschafft hat, auf meinen Account zu kommen. Aber ich habe mein Windows komplett neu gemacht. Das ist eine komplette Neuinstallation. Kein Zurücksetzen, kein Wiederherstellen, nichts. Auf irgendeinen früheren Stand. Nein, das ist komplett Format C und Windows komplett neu clean drauf. Und dann habe ich die E-Mail-Adressen durchsucht und habe dann noch bei drei das geändert, habe das aber in einer virtuellen Umgebung gemacht, falls ich da irgendwo auf eine Seite geschickt werde oder komme, auch bei Webseiten, wo ich noch geändert habe, die irgendwie gehackt wurde, damit ich das nicht hier auf diesem PC habe. Also auf diesem, in dieser Umlaufzeitumgebung, sagen wir es mal so. So, mehr ist es nicht. Das wollte ich euch mal sagen. Guckt, dass ihr mit eBay Kleinanzeigen, mit eBay, mit Facebook, mit sonst was immer die Passwörter irgendwie aktuell haltet. Macht sie nicht zu kurz, macht sie so lang wie möglich. Groß, Kleinschreibung, Sonderzeichen, Zahlen und ziemlich lang. Und auch nichts Einfaches zu erraten ist. Zum Beispiel bei mir schreibe ich jetzt als Passwort Heiko in groß und mein Nachnamen in klein und dann noch Zahlen hinten dran und dann noch irgend zwei, drei Sonderzeichen. Das ist zu einfach. Ein Mix aus allen möglichen. Groß, klein, Groß- und Kleinschreibung mit Zahlen und Sonderzeichen durcheinander gewürfelt. Das ist sicherer. Es gibt kein perfektes, sicheres Passwort. Gibt es einfach nicht. Aber ihr könnt es den Leuten so schwer wie irgend möglich machen und solche Sachen hier eBay Kleinanzeigen, wenn es zu einfach ist, dann übernehmen sie das. Ich weiß zwar nicht den Sinn dahinter, was das bringen soll, weil es ist eigentlich nichts hinterlegt, außer in den Nachrichten und die löscht bitte raus, wenn sowas drin ist. Ich werde es machen, dass die draußen sind. Ansonsten ist da nichts hinterlegt. Ich weiß nicht, ich weiß den, ich kenne den Sinn nicht dahinter. Kleinanzeigen-Account zu eröffnen oder zu klauen und dann da Verkaufsscheiße zu machen. Da kann ich auch sag schnell, neuen Account machen, der ist ruckzuck erstellt. Das habe ich mich gestern noch gemacht, habe ich ausprobiert. E-Mail-Adresse eingegeben, Passwort eingegeben, pumpt, bums, ich hatte einen Kleinanzeigen-Account. Ruckzuck. Ich brauchte keinen Namen, keinen Da, nichts hinterlegen, gar nichts. Weiß nicht, ich verstehe den Sinn nicht dahinter, das hier auf einem fremden Account zu machen. Aber falls da noch irgendwas kommen sollte, ich habe die Sachen gesichert, ich lasse die hier auch drauf, dann kann ich immer noch sagen, es wurde mir geklaut. Und mit dem Video hier habe ich es ja jetzt auch noch abgesichert. Das war ich nicht. So, danke fürs Zugucken und denkt dran, ändert eure Passwörter.